Hallo meine Freunde, ich bin's, der Zarion. Heute möchte ich euch in meinem ersten Let's Play ein Spiel von Area Games vorstellen. Das ist das Spiel Scarlet Blade. Und heute schauen wir uns mal ein bisschen die Charaktere an. Bestimme dein Schicksal. Für welche Seite entscheidest du dich? Es gibt einmal die Guten, die Protectors. Die Arkane der Protectors stehen ihren Kommandanten im Punkto Kampfbereitschaft und Pflichtbewusstsein in nichts nah. Sie sehen sich als lebende Waffen und verbessern ständig ihre Talente, um die Menschheit zu beschützen und ihre Rückkehr zu sichern. Dann gibt es noch die Bösen, die Mavericks. Die Arkane der Mavericks sind so rebellisch und unabhängig wie ihre Fraktion. Stets versuchen sie sich gegenseitig im Kampf und Können zu übertreffen. Ihre Commander unterstützen diesen Konkurrenzkampf und manche versprechen ihren Arkanern sogar, ihnen nach dem Krieg die Freiheit zu schenken. Ich habe mich mal vorher ein bisschen informiert und so. Es ist im Endeffekt sozusagen egal, welche Seite du nimmst. Also auf beiden Seiten gibt es halt dieselben Klassen, dieselben Outfits und dieselben Fähigkeiten. Das Entscheidende halt bloß ist dann halt, ob du halt ein guter Mensch bist oder halt ein böser. Also da ich sowieso ein böser Typ bin, gehen wir mal gleich auf die böse Seite. So, hier hast du 7 verschiedene Klassen, die es bei der guten Seite auch gibt. Und fangen wir mal unten bei dem Chaser an. Der hat hier einen kleinen Text und den würde ich gerne mal vorlesen. Chaser sind die Verkörperung des Krieges, extrem beweglich und herrlich tödlich. Als Ergebnis jahrelanger Entwicklung von Kriegseinheiten zeigen Cyberblades überragende physische und mentale Eigenschaften, die ihnen eine ideale Balance von Angriff und Abwehr ermöglichen. So. Hier gibt es natürlich auch für jede Klasse verschiedene Outfits, wie man hier so schön sehen kann. Der Chaser ist ein Nahkampf und hat auch ein schönes Schwert hinten. Hier sieht man auch schön, wie das Blau zu leuchten, zur Geltung kommt. Dann haben wir noch eine Kostüm B. Das sieht dann ungefähr so aus. Was natürlich auch sehr geil aussieht. Hier, wie ihr es schön sieht. Das Licht hier vom Roten lang schimmert. Und wer halt ein bisschen allergisch auf Klamotten ist, der kann sich halt hier für eine Schlüpfer entscheiden. Oder als so ein Strampler. So, die anderen Klassen haben halt das kleine Extra, dass sie halt sozusagen für mich das Sprechen übernehmen. Hier ist der Medic. Wird eines meiner Girls verletzt, bin ich zur Stelle. Ich habe eine Gabe. Möchtest du mein Geheimnis wissen? Sie ist von der Klasse her, glaube ich, eine Heilerin. So halt wie die Klasse einstufe. Hier hat man natürlich auch das, wieder natürlich wieder das Outfit, dann wird es wieder ganz komplett anders. Mit Flügeln. Wenn man Kostüm B geht, sieht man natürlich auch hier verändert sich dann hinten ja das Werkzeug, die Waffe. Denn hier auch Dessous A und Dessous B. Der Sentinel. Niemand rechnet mit mir. Ich bin blitzschnell, klein und scheinbar harmlos. Gut für meine Girls, gut für dich. Sie ist halt eine Fernkämpferin, hier auch schön zu sehen unten an den Schuhen, kann man halt die Pistolen sehen, was bei Kostümen halt auch der Fall ist, aber hier ist es schön auch gut zu sehen,
Hier verändert sich das komplette Outfit und die Waffen. Ja, macht das dazu. Gehen wir mal zum Punisher. Ich beschütze meine Girls aus der Distanz. Meinem Auge entgeht nichts. Auch meiner Knarre nicht. Hier auch wieder wunderschön zu sehen. Fernkämpferin. Kostüm A. Kostüm B. Hier hat sich natürlich auch wieder die Waffe verändert, so wie das Outfit. Noch das passende dazu natürlich. Der Whipper. Wer mich wählt, sollte mit meiner brutalen Art klarkommen. Ich stehe auf Schmerzen, wenn ich sie anderen zufüge. So, hier natürlich das Detail und so, natürlich sehr schön, wenn man oben hier schön sehen kann, die Kugeln hier sich am Drehen. Sehr gut gemacht auf jeden Fall. Natürlich sehr knapp. So, jetzt gehen wir zum Shadow Walker. Die Nacht ist meine Tarnung. Meine Krallen sind tödlich. Keines meiner Girls kommt Feinden so nah wie ich. Sie ist auch eine Nahkämpferin, aber ja, hat halt die Krallen, aber wo genau und wie das halt ausschaut, wird man dann halt in-game alles erfahren. Hier ist Kostüm A. Und Kostüm B. Also hier wirklich, die Outfits verändern sich natürlich komplett. Also hier ist nicht irgendwie alles dasselbe. Jede Klasse hat natürlich auch ihre eigene Kostümwahl. Ja. So. Und zu guter Letzt der Defender. Meine stahlharte Klinge zertrümmert alles, was sich mir in den Weg stellt. Ich beschütze meine Girls, egal vor wem. Und hier auch immer gut zu sehen an den Klassen hier unten. Weil man halt nicht genau weiß, was das für eine Klasse hat, sieht man halt auch so schön, auf was, welches Gebiet sich die Klasse spezialisiert. Sie ist zum Beispiel jetzt halt, ja, eine Nahkämpferin. Und das Gute ist, wer sich halt nicht genau entscheiden kann, für welche Klasse er sich entscheidet, gibt es auf der Area Games Seite einen Psychotest. Und da muss man halt ein paar Fragen beantworten. Natürlich auch ehrlich, natürlich. Und am Ende des Tests wird dir halt die Klasse halt vorgezeigt, die dir halt entspricht. Und bei mir war halt der Fall gewesen, dass es der Defender war. Und hier würden wir dann auch gleich komplett halt weitermachen. Ich zeige euch noch schnell die Outfits, damit ihr noch hier einen kleinen Überblick habt. So, hier natürlich ein schönes Schwert hinten zu sehen. Also man muss wirklich hier sagen, also Area Games hat sich hier in den Details und sowas sehr gut Mühe gegeben. Sehr viel Liebe ins Detail reingehauen. So, das waren soweit die ganzen Klassen. Dann fangen wir mal halt an. Unsere Klasse zu vervollständigen. So, dann haben wir natürlich hier für jede Klasse natürlich verschiedene Gesichter. Also es ist sozusagen fast alle Gesichtszüge vertreten. Ja, ich nehme, glaube ich, das böse Gesicht. Wir sind die Bösen, nur mal einen strengen Blick. Und hier hat man auch eine super schöne Farbauswahl. Nehmen wir mal rot. Ja, lippenmäßig würde man auch sagen rot, aber das ist mir zu, bei dem blassen Hautton
Nehmen wir mal Schlichtes. Was Einfaches. Hier haben wir natürlich noch mal ein paar Frisuren. Also ist natürlich auch wieder eine große Auswahl an Haaren. Aber ich glaube, ich bleibe bei dem einfachen Zopf. Und hier natürlich wieder eine Mega-Auswahl. Ja, was nehmen wir denn da? Ja. Bleiben wir einfach dabei. So. Outfit würde ich mal, glaube ich, da wir eine Kriegerin sind, würde ich einfach mal sagen. Bleiben wir den hier. So. Dann suchen wir uns noch einen Namen aus. Ja. Und das war's eigentlich. Bist du zufrieden mit Navalia? Ja, aber natürlich. Oh. Na gut. Was nehmen wir denn da? Das hört's aber doof. Nochmal Navelia, klappt das? Erhält ein unpassendes Wort oder Zeichen. Vergewissere dich, dass der Name allen Anforderungen entspricht. Versuche es nochmal. Navelia. Versuchen wir das mal. Bist du zufrieden mit Navelia? Na, ich hoffe doch. So. Anscheinend behalten wir die Rüstung nicht, die wir gerade bekommen haben. Soll bestimmt ein kleiner Vorgeschmack sein auf das, was uns erwartet. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir mehr ins Spielgeschehen eingehen. Also, bis dann. Tschüss.